bereits verbarrikadiert. Die Behörden haben den Ausnahmezustand ausgerufen. Im Zirkus treten normalerweise durchtrainierte Artisten auf, junge, biegsame und kraftstrotzende Menschen. Der kleine Mitmachzirkus Pipistrello bildet eine Ausnahme. Vor kurzem hat die Truppe ihr Zelt im toggenburgischen Wattwil aufgestellt. Die Gehhilfen vor dem Eingang verraten, dass die Artisten keine durchtrainierten Profis sind. Henriette Angbessen und Jörg Ergeter. Zusammen in der Manege, die Bewohner des Altersheims Risi und die Primarschüler von Wattwil. Aus einem Ballon zaubern sie ein rotes Tuch oder verbinden auf scheinbar magische Weise lose Ringe miteinander. Eine Woche haben sie geübt, zum Vergnügen der Zuschauer und der Artisten. Ich habe einen Applaus. Ich habe einen Applaus, wenn ein bisschen lustig zugeht. Mit Gehhilfen und Rollstühlen wagen sie sich Anfangswoche ins Zirkusabenteuer. Sie hoffen, möglichst unbehelligt davonzukommen. Ob ich kann, weiß es nicht. Ich habe auch zuerst gedacht, ich mache nichts. Aber als ich das gesehen habe, ich dachte, ja, das kann ich sicher auch. Bei den ersten Proben verfliegt die Skepsis rasch. Die Profis des Zirkus Pipistrello verraten, wie man mit einem Zauberstab eine Blume hinzaubert, und staunen selbst, wie aus ihren Lehrlingen kleine Zirkusstars werden. Bei ersten Clownübungen verstehen sich alt und jung ganz ohne Worte. Es wird lustig, kann schon mal ein bisschen Pause machen eigentlich. Und wie ist es jetzt? Cool, lustig mit denen. Also mit dem vor allem. Und sind sie nicht komisch, die alten Leute? Manchmal sind sie schon ein bisschen, aber geht schon. Das ganze Dorf ist vier Tage später gespannt, was die 40 Kinder und 18 Senioren zustande gebracht haben. Hinter den Kulissen wird noch eifrig geschminkt. Die Seniorin ist nervös, denn ihr Blumenzaubertrick gelingt nicht immer. Ja, es hat schon funktioniert. Aber bis jetzt rauskommt, weiß ich nicht. Mit kindlichem Charme überzeugen die Akrobaten auf dem Seil. Der 82-jährige Clown Werni sorgt mit seiner Clownstruppe für Lacher. Und das 87-jährige Rotkäppchen lässt sich mit jugendlicher Inbrunst vom bösen Wolf fressen. Ein Erfolg auf der ganzen Linie. Es war eine ganz spezielle Woche und die Entwicklung war wirklich am Anfang so ein bisschen skeptisch zurückhaltend und jetzt ist eine völlige Begeisterung. Also Zirkus ist das Thema und Kind, das ist das Thema, weil die Rückmeldungen sind einfach wie Kind herzlich und offen mit ihnen umgehen. Also das war etwas vom Eindrücklichsten jetzt. Und der Blumenzaubertrick? Dank der raschen Unterstützung des jungen Assistenten gelingt auch der. Wäre das Projekt nicht der perfekte Start für eine späte Karriere im Zirkus? Ja, nein, selbst schon nicht. Kurskarriere kann man nicht mehr machen im Altersheim, weißt du? Wir geben die Manege jetzt frei für Kurt Eschbacher und sein Programm.